Yo, Peace, Leute, und willkommen zum 48. Part von Destiny, dem dritten Part vom neuen DLC. Und wir dürfen uns jetzt hierhin begeben. Ich habe auch gemerkt, wir haben hier noch eine Quest irgendwie vom König der Besessenen. Warum auch immer ich die nie gemacht habe, keine Ahnung, vielleicht machen wir die noch irgendwann mal. Eisentempel, die uralte Festung der Eisernen Lords ist wieder von Leben erfüllt. Da sollen wir jetzt hingehen. Ich schätze mal, das ist jetzt einfach ein neuer Treffpunkt wie der Turm, oder? Also ich glaube nicht, dass es jetzt eine direkte Mission, also doch, klar, es ist in Anführungszeichen eine Mission, aber wir werden da jetzt nichts machen. Das sagen wir es mal so. Sondern das ist halt einfach nur ein Treffpunkt, ich schätze mir. Aber das werden wir nach der wunderbaren langen Ladezeit ja erfahren, nicht wahr, Destiny? Ach ja, aber ich bin tatsächlich gespannt auf Destiny 2, wobei ich ein bisschen, naja, enttäuscht. Ja, dieser 10-Jahres-Plan war halt echt von der Idee her super, wäre Destiny von Anfang an ein richtig geiles Spiel gewesen. Ich fand es ja am Anfang auch. Ich fand schon von Anfang an eigentlich ganz gut. Aber ich konnte verstehen, warum viele gesagt haben, Alter, der Hype war viel zu groß dafür, was jetzt am Ende war. War halt die MMO-Aspekte echt scheiße waren am Anfang. Es war halt ein guter Shooter, aber da es ein MMO-Shooter sein sollte, hat seinen Zweck so ein bisschen verfehlt gehabt. Aber dieser 10-Jahres-Plan, das war eh irgendwie klar, dass das nichts wird. Also, es gibt wenige Spiele, die sich dann wirklich so lang halten, nur mit Add-ons, also... Da hat sie also ein WoW natürlich, klar, und ein Diablo auch eigentlich. Also die zwischen Diablo 2 und 3 lag ja auch ein bisschen. Was für ein Urkundenbuch? Was willst du von mir für ein Urkundenbuch? Was? L1, okay, was? Alle Urkundenbücher. Achso, das da meinst du. Achso. Oder was? Ich denke mal, das meinst du. Ach, das ist. Achso. Da kann ich da nicht drauf. Doch. Und bitte, sieben Aufzeiten. Nimm deinen Platz in der Legende des Eisernen Lords einem Siegel auf so ein Buch. Brich mir das Siegel auf, Leute! Alter! Du bist krank. Oh mein Gott! Das war zu krass, Digga. Schließe das Erwachen des Eisernen Lords fällt zu Gott. Okay. Eisenrüstung, Arme. Wow! Drei Tage. Cool. Okay, achso, okay. Gibt's immer nur drei Tage lang? Okay, hier kriegt man was für immer. Das ist cool. 340. Wow, was für toll. Drei Tage kriegst du ein Abzeichen. Was kriegst du hier? Oh, eine geile Shotgun. Ich bräuchte eine geile Shotgun. Okay. Ja, wieder drei Tage. Ein Shader. Ein Schiff. Wenn die Token und Silberstaub um das Ornament für deine Tage. Das. Okay. Verstehe ich nicht. Und nochmal ein Abzeichen. Wow, also da. Ich meine, hier, das ist cool und das ist ganz nett. Aber ansonsten. Ich meine, was für drei Tage, Alter? F. Was gibt's hier noch? Premium. Okay, gibt's die Mission. Ja. Okay, Artefakte. Dämmerungsstrikes. Exotischen Quests. Okay, eine Quest. Den Strike. Okay. Oder? Schließe Strike. Okay, 20 Strikes. Okay. Mission auf schwer. Okay, wir wollen ja jetzt gar nicht so lange rumgucken. Aber okay. Ich habe verstanden, was es ist. Nur leider sind die Prämien halt nicht allzu cool, wie es auf die Shotgun und den Geist. Servus! Hüter, meine eisernen Lords starben, um Siva aufzuhalten. Seit diesem Tag habe ich Wache gehalten. Für den Tag, an dem Siva zurückkehrt und wir wieder gebraucht werden. Okay, seinen letzten Absatz ist er nicht vor, dann lese ich ihn vor. Vor langer Zeit standen die Flammen auf diesem Gebirgsgipfel als Symbol des Schutzes des Eisernen Lords für die Menschheit. Falls es nun wieder notwendig wurde, denke ich, du solltest der Hüter sein, der diese Feuer wieder entfacht. Jo, gerne. Okay, kann man sich Shader kaufen und Abzeichen. Wow, das brauche ich. Okay, jetzt soll ich hier Sachen anzünden. Ist natürlich für mich als kleinen Pyroman natürlich geil, ne? Also da. Ist genau mein Style getroffen. Kann ich es jetzt an? Halleluja! So, dann gehen wir kurz zu dem, der tot. Oh, was? Totengeist wiederbeleben? Oh, da auf dem Boden. Komm mit. Geistfragment. Cool. Grimor-Karten. Das ist auch so ein Element, wo ich dachte, warum. Ich meine, in den Grimor-Karten steht nämlich echt viel Story eigentlich drin, also viel Lore. Ich denke mir so, wer hat Lust, auf eine Webseite, auf eine externe Webseite zu gehen? Was war da? Ach, Tresor. Und sich da die Story durchzulesen, warum packt man sie nicht ins Spiel? Aber nun gut. So, und hier ist das letzte Feuer. Guck mal, jetzt müssen wir Sachen anzünden als Quest. Guck mal, Alter. Geil. Sprich mit... Wem? Wer bist du? Wir müssen mehr...
Shiro 4, was machst du so? Was hast du? Ziemlich sicher, dass wir uns gegenseitig helfen können. Ah, okay. Krass, also kann man legendäres Engramm. Das ist eigentlich ganz cool, dass man. Aus dem legendären Engramm kann ja alles Mögliche rein. Hier gibt es Beutezüge. Okay. Okay. Ja, aber da kann man sagen, nee, keine Lust, jetzt hier irgendwie Spleißermaterial? Okay. Auf Glücksspiel, sage ich jetzt mal, zu gehen und dann kaufe ich mir lieber was dafür. Wo ich weiß, dass es ist. Ist ganz nett. Ist ganz nett auf jeden Fall. So, jetzt sollen wir mit jemand anderem noch reden. Alter, was hat der für eine coole Rüstung, der Dude? Kann ich den nicht inspizieren oder so? Wie ging das denn nochmal? Ich möchte ihm seine Rüstung. Alter, der hat immer die. Alter! Jemand weiß, wie die Rüstung. Ah, jetzt R3. Ich möchte ihn inspizieren. Was hat der für eine kranke Brustplatte? Thagomizer. Wie krank sieht. Alter, das sieht einfach mal mega. Okay, ist ein Titan. Alles klar, sieht richtig geil aus. Hallo. Wir haben uns noch nicht kennengelernt. Ich bin Tyra Khan. Hallo. Früher war ich die Archivarin der Eisernen Lords. Saladin beorderte mich zurück, da er glaubte, mein Wissen darüber, was hier passierte, könnte nützlich sein. Und den zweiten Absatz siehst du wieder nicht vor, okay. Der Speer, den die Vorhut geschickt hat? Shiro, er hat mich gebeten, die Daten, die du gesammelt hast, anzusehen. Ich habe alles, was ich herausgefunden habe, weitergegeben und nun möchte er dich sehen. Der Speer, den die Vorhut geschickt hat. Okay, hier kann man Engramme erwerben. Okay, und Einstimmung? Was ist denn Einstimmung? Okay, aber hier gibt es Artefakte. Okay. Ja, rede du nur. Hör auf zu reden. Ich würde mir nur kurz dein Angebot angucken, Mann. Ah, jetzt mit dem da unten, mit dem wir gerade schon kurz getalkt haben, beziehungsweise kurz geguckt haben, was der so auf Lager hat. Da unten hat. Hey, wir haben uns Moin. Funk unterhalten. Ich bin Shiro 4. Ich leite Speermissionen für Kate und die Vorhut. Warum lesen sie nie ihre nächsten Absätze vor? Die Daten, die du mitgenommen hast, zeigen eine gewaltige Gefallenenbesatzung dort draußen. Saladin nennt es die verseuchten Lande. Ich habe den Turm um Verstärkung gebeten, aber wir brauchen jemanden, der vorgeht und den Weg verhält. Du hast nicht zufällig Interesse daran, oder? Natürlich habe ich daran Interesse, mein lieber Freund. Natürlich auch die schweren Waffen, die gefallen sind, verteidigen aggressiver. Was? Okay, ich denke mal, jetzt müssen wir wieder zum Orbit. Um dann eine richtige Mission. Ich meine, okay, wir mussten immerhin Feuer anzünden. Das darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Und es war eine Heidenarbeit, ja, meine Freunde. Also, könnt ihr mir glauben, das war wirklich anstrengend as fuck. So, wo müssen wir hin? Sage mir, wo ich hin muss. Wieder ins Kosmodrom. Und zwar hier, in die verseuchten Lande. Die verseuchten Lande, Level 42, sorry. Schlage eine Bresche zum Mittelpunkt der Siva-Bedrohung und öffne eine neue Front für andere Hüter. Okay, 300 Licht. Ja, wir sind 293. Das wird schon irgendwie klar gehen. Wahrscheinlich sterben wir wieder direkt am Anfang. Ich komme rein, 15 Gegner tot. Kann sein. Kann sehr gut sein. Wir mögen es aber mal nicht hoffen. Ne? Also, wir mögen ja hoffen, dass ich hier das alles durchstehe, ohne zu sterben, wäre natürlich ein Träumchen, meine Lieben. Wir uns glaubten, wir könnten Siva eindämmen, indem wir die Kammer seiner Herstellung zerstörten. Diese Gefallenen müssen den Prozess wieder gestartet haben. Wir müssen zurück in die Kammer und den Siva-Fluss an der Quelle unterbrechen. Wir sollten uns auf die Fakten konzentrieren. Die Gefallenen haben einen Militärbunker in den verseuchten Landen besetzt. Wir bekommen erst Verstärkung in dieses Gebiet, wenn die Gefallenen-Artillerie zerschlagen ist. Und die das ist jetzt mein Job. Ein Symptom. Siva ist die Krankheit. Okay. Gut, dann werden wir also diese Artillerie-Dinger da ausschalten müssen. Oder wir dürfen es tun. Natürlich. Wir sind der Auserwählte, der das tun darf. In Ordnung. Okay, dringen die verseuchten Lande vor. Alles klar. Bereit, aber sie kann den Hangar erst verlassen, wenn diese Waffen vernichtet wurden. Du musst sie ausschalten. Ich weiß. Hab ich verstanden? Da ist ein toter Vandale in deiner Nähe. Kannst du mir einen Scan schicken? Oh ja, klar. Verstanden. Hier, Bro. Es ist ein Gefallener. Ja, genau, das gab es nämlich bei The Hacking Games auch, dass man so Sachen scannen kann ab und zu. Die Waffen wurden umgebaut. Was auch ganz cool war. Ethische Verbesserung. Die meisten Gefallenenhäuser haben eine Sekte, die sich um solche Sachen kümmert. Die sogenannten Spleißer. Sie sind so etwas wie Bodyhacker, Bioingenieure.
Es ist schlimmer, als ich befürchtete. Die Spleißer verwenden Siva nicht nur, um diesen Ort zu verändern. Sie benutzen diese Technologie auch, um sich selbst umzuwandeln. Okay, jetzt gehen wir weiter. Soll ich da oben gerade kurz hin? Aber dann bin ich einfach runtergefallen, weil ich nochmal gesprungen bin, ich Trottel. Shit happens! Muck ist geil. Diese Gefallenen haben einen Umbau durchgeführt. So kann man es auch ausdrücken. Es ist einen Umbau, einen schicken Umbau haben sie durchgeführt. Wir haben es schon renoviert. Verwenden sie es nicht zur Verstärkung ihrer Waffenstellungen. Was ist das? Ich habe nie zuvor gesehen, dass die Gefallenen etwas in diesem Ausmaß durchführen. Siege die Spleißer. Okay. Ich schicke weitere Verstärkung. Nichts leichter als das. Du hast selbst gesagt, dass Verstärkung nutzlos ist, bis diese Waffen ausgeschaltet sind. Außerdem sind sie auf das, was sie erwartet, nicht vorbereitet. Bewegt euch mal bitte nicht so viel. Upp, ich bin runtergefahren. Ich bin runtergefahren, Alter. Bam, schöne Rauchgranate. Betäubungsgranate, wie auch immer man das nennen möchte. Ich nenne es aber Rauchgranate. Hä, was? Destiny. What has happened to you? What has happened to you? What has happened to you? Nein! Hab ich jetzt... Nee, sonst würde darstellen, dass ich keine Held mehr habe im Normalfall. Also ist die Destiny-Server kurz abgekackt, oder? Ja. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns gleich wieder, sobald ich wieder an der Stelle bin, wo wir gerade eben waren. So, da sind wir wieder, hier vor diesem Gebiet. Keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ich schätze mal, dass einfach kurz mein Internet weg war und ich dachte, von Destiny rausgeworfen wurde, mein Destiny. Warum geht denn hier noch raus? Bam. So, zum Glück waren wir noch nicht so weit in der Mission. Das ist mir nämlich damals schon mal passiert. Das war damals im Hauptspiel, also in ohne DLCs. Und da ist mir das dreimal hintereinander passiert. Da lag es an den Destiny-Servern auf jeden Fall. Ja, von da kommen auch noch welche, so wie ich das sehe. Ja, wow. Und da muss ich dreimal richtig weit spielen. Ist ja klar, dass das Ganze nicht mitten in der Mission speichert, ne? Bei einem MMO. Ist ja klar, ne? Das war richtig nervig. Da ging mal das noch schön hier gerade. Was schießt mich da noch an, Alter? Jetzt reicht es aber wirklich komplett. Komplett. So, das Reloaden hier. So, das sind noch mehr. Guck mal, solche Gegnermassen, die sind für mich angemessen. So zwei Gegner auf einmal, das ist okay, damit komme ich klar. Was seid ihr da? Jojo, ihr mit euren Granaten, ne? Die Granatenspammer. Ich hab mich hier schon fast wieder im Black Ops 3, Alter, mit den Granatenspammern. Bam! Das können die Schweber, also sie explodieren auf jeden Fall nicht, das ist das Wichtigste. Ich war gar nicht so gut, dass ich einfach mitten in die reingesprungen bin, vielleicht. Aber ja, man muss ja auch mal ein bisschen Risiko gehen, Alter. Ich glaube, das sind so explodierende. Ich mag euch überhaupt nicht. Ja, jetzt kommt sie. Bam. Zwei sind schon mal weg. Nein. Bleibt bloß weg. Die sind nämlich. Machen richtig Damage, die Viecher. Ist hier noch einer von denen? Ich habe grad Schiss vor denen, ne? Okay, nee, das sind nur. Normale, sag ich jetzt mal. Auch von diesen Spleißern, aber immerhin keine Explosiven, das ist das Wichtigste. Ach man, ich wollte eigentlich messern, das ist immer so blöd. Ich wünsche mir auch mein Wurfmesser irgendwo wieder, also vielleicht muss ich auch mal wieder den Revolver hält, ist da glaube ich, der Fokus, spielen. Einfach nur wegen meinem Wurfmesser, weil ich das Wurfmesser absolut die beste Sekundärgranate in Anführungszeichen fand, die es gab. Vor allem mit dem einen Skill, dass man, wenn man mit dem Wurfmesser einen Headshot macht, Entschuldigung, direkt wieder ein Wurfmesser hat, das war richtig geil. Lebendig wäre und wächst. Außer Kontrolle. Ja. Diese Teufelsspleißer verwenden Siva, aber sie können es nicht kontrollieren. Sie sind wie Kinder mit einem neuen Spielzeug. Ich hoffe, das ist ein irgendwie ansteckend, so ein Scheiß. Ich kein Spielzeug, das russische Industriekomplexe aufregt. Ja, doch, so ein paar Teddys machen das schon, Alter. Kannst du mir mal glauben. Und ich habe auch inzwischen mal die anderen, das heißt inzwischen, also damals auch schon nach, also als ich der Taken King sozusagen fertig Let's Played hatte, auch mal die anderen Klassen so mal ein bisschen länger ausprobiert. Auch der Warlock ist sehr, sehr cool an sich.
muss ich sagen. Titan habe ich jetzt nicht so krass ausprobiert, muss ich aber machen. Vor allem es gibt einen Gaben-Level 40 Boost, heißt, da könnte ich meinen Titan, der jetzt gerade Level 3 ist, auf Level 40 machen, was ja gar nicht mal so schlecht wäre an sich. Erobere den Bunker. Ja, nichts leichter als das, Alter. Wenn ich mal aimen könnte, Alter. Unsterblich. Das bin ich. Unsterblich. Auf jeden Fall. Au, au, au. Oh Gott, da sind solche oh nein. Los weg, Alter. Ich hasse diese explosiven Viecher. Jetzt sind wir aber gleich leer. Heißt, ich spring mal kurz ran. Töte mal kurz euch zwei hier. Auch der Knauf macht Damage. Du Mistvieh. Gut, dass es abgehauen ist. Sonst wären wir sowas von kaputt gewesen. Bam. Okay, und ein blaues Engramm. Nehmen wir mit. Da ist doch so. Ah, ihr Mistvieh. Man hört die so ganz leise. Das ist so scheiße. Bam. Okay, bam. Vaquero, Alter. Ich mag keine gruseligen Technologien, die ein Virus verbreiten. Die Leute bekommen einen völlig falschen Eindruck von künstlichen Lebensformen. Na, da ist ein bisschen Piss hier. Ich habe einfach nur Angst vor denen. Auch vor dir. Just saying, just saying. Schickes Schiff, was passiert denn hier? Ich höre es nur rumvibrieren. So. Spüre es, besser gesagt. Ich registriere Bunker Triglav. Konzentration, die die Waffenstellungen schützt. Na, mir auch egal, Alter, komm dran. Abschirmung bräuchte eine Energiequelle. Aber sei vorsichtig. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ja, mir auch. Damn. Richtig. Zerstöre die Servitor. Generatoren und schalte danach Shiros Zombie-Waffen aus. Zombie-Waffen? Okay. Dreh ich zu mir, Bro. So. Hast du keine Sniper-Hunde mehr? Aber mindestens ist der Servitor dann tot. Bam. Finde ich gut, dass ihr euch nicht bewegt. Finde ich echt nett mal von euch, ne? Nicht mal mit ein paar nette Gegner hier. Jetzt gehen wir wieder näher ran, Alter. Wo seid ihr? Come to me! Alles klar, da werden wir beschossen, aber richtig brutal. Moment, ich muss nur kurz. Ja, da werde ich jetzt durch meine Sniper nochmal gern. Ich dachte, das ist oben hier. Ja, Alter, ich und mein Aim soll den da treffen. Das kannst du ja komplett knicken. Versuche mal kurz ein paar Nähe rauszuschalten. Hoffen und Hoffnung haben, dass ich Sniper-Munition von euch krieg. Ah, sieht nicht danach aus. Ah, jetzt kann ich hier oben ein bisschen treffen. So, sehr schön, der ist tot. So, da war aber noch einer oben, soweit ich weiß. Na, okay. Kümmern wir uns erst. Okay. Kümmern wir uns erstmal um die hier. Bam, oh, die Flug ist wieder zu weit. Aber mit Granaten habe ich es echt überhaupt nicht drauf in letzter Zeit, ne? Also, muss ich ja. Würde ich sagen, da muss man noch ein bisschen trainieren hier. Ne? Und Kopfschüsse mache ich auch keine. So, okay. Am liebsten hätte ich halt echt einen, immer noch ein Dreischussgewehr. Also ein Kurzgewehr. Ein richtig krasses. Aber was ich zeigen soll, das soll ich zeigen. Kack, die Vandalen. Damn, die hat immerhin mal gesessen. Der ist tot, wunderbar. Der auch. So, jetzt die zwei ausschalten, dann die Vandalen da oben. Der immer wieder so einen coolen Move macht, mit dem er zur Seite ausweicht. Ist mir aber egal, Junge. Hi. Windet los. Ich wollte dich messen, Bro. Kann ich die One-Shot-Knifen? Yep. Okay. One-Shot-Knife ist ja auch komplett falsch, ne? Ich glaube, dich treffe ich da nicht durch das Ding, durch das Siva durch. Bam. Komm, springen wir mal hoch. Schießen einfach mal aus der Hälfte. Jala. Nieder. Zerstöre die Schildgeneratoren. Okay. Lass mal den hier down taken. Da drüben sind noch zwei. Oh, da kommen noch ein paar Schweber, okay. Zack, Rauchkanal an dich hin, weg mit dir. Bam. Oh, da sind ja noch ein paar mehr als gedacht. Bam, ja, ich liebe es, wenn das Ding so anfängt schnell zu fallen. Das ist so geil. Das sieht richtig geil einfach an.
Einfach super geil. Da unten sind noch welche. Ui. Oh, Moment. Oh, es ist da ausgewichen. Aber ich habe noch getroffen. Und der hält ein bisschen was aus, Alter. Keine Muni. Egal. Rein mit meinem Schwert, Alter. Bam. Bam. Bam, mit Chera, Alter. Oh, da ist noch welche, Alter. Okay, ach, Fresse hier. Oh, was rennst denn du vor? Hallo. Stehen bleiben. So, da haben wir eins von den Dingen. Wie zerstöre ich die? Einfach draufschießen? Ja. Bam. Get down. Verschwindet. Die Versorgung der Abschirmung wird schwächer. Oh, Alter, Don geteckt mit dem Nate. So, dann hier hoch. Ah, kriegen wir hin. Da ist es. Und tschüss, zweiter Schildgenerator. Geschafft. Okay, und jetzt die Verschanzung angreifen. Dein Weg sollte frei sein. Jo. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich meinen, dass die Spreiche einen Brückenkopf errichten wollten. Etwas so Großes könnte für einen Angriff auf die Stadt verwendet werden. Die Waffen sind. Sollen sie doch kommen, Alter. Come to me. Sieht schick aus. Sollen ruhig kommen, Alter, und die Stadt versuchen anzugreifen. Da bin ich nämlich da. Okay. Also diese zerstörten Waffen. Siva hat sie unzerstört gemacht. Oh Gott. Unzerstört? Sieh dich nach einem zentralen Siva-Knopf. Oh Gott, das ist... Oh Gott, hier ist... Oh Gott, hier ist viel los. Ja. Wird die Kontrolle der Gefallenen über die Waffe unterbrochen. Zu viel, um ehrlich zu sein. Zack. Da ist schon der Schritt davon. So, jetzt mal ganz ruhig, ganz ruhig. So. Mal die hier ausstecken. Ausstecken. Ausschalten. Was ist mit meinem Deutsch passiert? What is happened? Oh Gott. Oh Gott. Nein, komm her. Okay, meine Ulti ist ready. Perfekt für den Captain. Da, bist du der Captain? Nee. Wo ist denn der Captain hin? Da bist du. Tschüss. Down. Okay, entschärfen das Ganze, alles klar. Hier ist noch einer. Okay, noch ein Captain. Der sehr auf Nahkampf geht. Oh Gott, ich stecke hier ein bisschen fest. Ja, da bin ich gut festgesteckt. In so einer Ecke festzustecken ist auch genau mein Style of Life. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, aber schön an Destiny ist, dass ich nicht darauf achten muss, weil ich den Part beenden musste und wieder neu starten musste. Ich muss nicht darauf achten, von wegen, wie lang ist er jetzt, weil ich einfach eine Mission pro Part mache. Das ist einfach super. So, ich lasse jetzt mal das Schiff da verschwinden. Zieh dich nach einem zentralen Siva-Knoten innerhalb dieser Stellungen um. Soll ich mal eine Granate rauswerfen? Ich glaube, wir haben damit nichts getroffen. Natürlich gut. Okay, auf den einen Captain, der im Nahkampf geht, da sollten wir echt ein bisschen. Ich meine, wäre ich nicht festgesteckt, hätte ich vielleicht auch noch irgendwie entkommen können. Aber ja, sollte halt nicht sein. Oh, da ist viel, viel Schwertmunition. Was ist das? Eine Schockwaffe. That's the style I like. Bam. Okay, die macht gar nicht so viel Damage irgendwie. Brauche ich die vielleicht zum Entschärfen? Und ich gebe die jetzt einfach sinnlos aus, oder wie sieht's aus? Na, wobei doch, die macht schon gut Damage, wenn man anständig trifft. So, wir haben hier drin sondern noch einen Captain, oder? Ja. Schalten wir den damit aus. So, jetzt entschärfen. Da reicht einfach normales Draufschießen. Okay, normales Draufschießen reicht komplett. Wunderbar. Achtung, die Gefallenen schicken Verstärkung. Ja, sollen sie doch, Alter. Soll nur kommen, Alter. Bam, Hochgranate. Oh, von wo? Von oben. Ah, du, da gehst mal weg. Oh, ich will da aus, Alter. Ladungssperre habe ich. Oh, was ist denn das? So. Ey, hier wird mir nur die Schockwaffe angezeigt. Warum brauche ich die? Dann schaffe ich halt eben erstmal das andere da drüben. Bam! Das Teil ist schon... Ey, hier ist auch eine Höhe. Hand des Donners! Die Artillerie hier unten, oder? Wieder. Oh, der war natürlich gut gesetzt. Bam. Weiter so. Die Luftunterstützung so, steht okay. Bereit, doch sie Get kann down. Nicht viel tun, solange diese Waffen noch funktionieren. Ja, 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 ich bin doch dabei, Jungs. Ganz ruhig, komm da. Was ist das? Was ist ein Nate?
Das war eine Nate, die aber nur nicht mich getroffen hat. So, wunderbar. Oh, ja, da haben sie auf jeden Fall Verstärkung geschickt. Ah, wir wollen uns nochmal die Waffe hier. Die Waffe. Ah, müsste das eigentlich nur irgendwo hier unten sein? Ja. Kann ich das eigentlich kurz ausschalten, ne? So, das ist die dritte Entschärft. Gute Arbeit. Die Orks sind im Anflug. Halte okay. Die Stellung, bis sie ankommen. Alles klar. No problem. Ah, die Servitoren. Soll ich schnell ausschalten? Shiro, ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Luftunterstützung nicht rechtzeitig hierher schafft. Er ist auf mein Gesicht gelandet! Er ist einfach auf meinem Gesicht gelandet. Ich dachte mir gerade so, Moment mal, was wird mir da auf der Karte angezeigt? So, Moment, ich hole mir kurz diesen Schockwerfer, weil der ist ja bestimmt ganz gut gegen die Dinger. Schockwerfer ist ja egal. Okay, wieder ein Gegner, den wir kennen. Zumindest vom... Ja, nee, nicht vom Aussehen, aber vom... Saladin. Wie er sich verhält. Er leitet die Korruption, um die Waffen wieder auferstehen zu lassen. Ah, wunderbar. Aua. Nee, dann nicht hin. Genau, jetzt ist da oben treffen. Können wir die Ulti drauf feuern? Heia! Ihr seid mir ein bisschen zu sehr in meinem Gesicht gespawnt, ne? Also das mag ich nicht. Au. Ja. Geh ein bisschen auf die Fresse, aber ist ja zum Glück keine Dunkelheitszone mehr. Ich respawn einfach und denke mir, YOLO. Ja, die sind gerade echt ein bisschen zu. War einmal gespawnt. Ich dachte mir nur so, wow, wait a sec. Damn. Bam! Bam, da ist noch so ein Servitor. Den sollten wir dringendst ausschalten, weil der mir ziemlich auf den Sack geht. Sehr schön. Jetzt zwei Schüsse geben wir nochmal auf ihn ab. Oder fast auf einen Baum. Oh, stimmt. Scheiße, bei den. Oh Gott, wie viele von denen die ganzen sind jetzt auf einmal hier? Ich muss mir an der Nase kratzen. Moment. Danke. Ich muss mir an der Nase kratzen. Oh Gott, ein Captain. Ich bin sowas von down. Alter, wow. Moin. Medal. Oh Gott. Wo ist der Captain? Wo ist er? Ich will ihn weghaben. Was kriege ich jetzt auf die Fresse? Hilfe. Über mir ist was. Bam, ist eine Nathan, Alter. Tschüss. Oh Gott, der Captain, Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach verdammt, diese Dinger überall. Uah. So. Läuft was eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist der fucking Captain. Der war mal hier oben chillt. Hier, Rauchgranate. Okay, Schwert raus und einfach kaputt schlagen. Okay, hat funktioniert. Hat funktioniert. Wir müssen nur noch immer aufpassen. Sterben ist nicht so mein Style. Erstmal wieder die Schockwaffe nehmen. Und dann ihm richtig in die Fresse ballern, Alter. Sollte eigentlich auf die Beine ballern, ich weiß, aber ich dachte mir gerade einfach mal so, nee, ich schieße mit in die Fresse. Okay, geht down, noch den letzten Schuss. Und das Vieh ist gleich down. Nate nochmal rein. Oh Gott, jetzt bin ich sehr nah an ihm, das mag ich gar nicht. Alles drauf, wenn wir es haben. Ja, wunderbar. Der ist down. Ah, sie verpissen sich, okay. Oh, das haben wir geschafft. Wunderbar. Da haben wir noch so ein Ding. Streitkräfte die Gegend sichern. Und du Heavit. Wir tun unser Bestes. Soll ich die nicht mitnehmen, so eine Schockwaffe? Versuch es. Ich brauche den Hüter wieder im Tempel. Wenn wir die Fehler, die uns hierher gebracht haben, in Zukunft vermeiden wollen. Oh, man kann die Dinge kaputt machen. Ach so. Den Niedergang der Eisernen Lords besprechen. Bam, bam. Bam, bam. Nein, ich möchte alle kaputt machen. Warte, nein, Spiel. Oh. Jetzt war es mal eine schön lange Mission. Wobei, es waren eigentlich zwei Missionen. Aber egal, es war eine schön lange Mission auf jeden Fall. Besser als 11 Minuten. 3 Tote? Ja, nun gut. Was haben wir hier? Okay, ein Jäger-Artefakt und eine Geisthülle. Alles klar. Das ist doch wunderbar. Das ist doch wunderbar. Und den Takanome Ranger haben wir noch erhalten. Geil. 1.0, Alter. Was für 1.0, Digga? Ich bin Version 2, Alter. What's up, man? So, dann sag mal her, was wir als nächstes machen müssen. Was als nächstes?
Auf unserem Plan steht eine Zwischensequenz. Sehr schön. Dann bin ich mal ruhig, ne? Für dich ergibt es vielleicht keinen Sinn. Doch dank dir weiß ich wieder, dass Unsterblichkeit nicht gleich Unbesiegbarkeit ist. Ich verstehe nicht. Als die Geister uns fanden, wurden die Auserwählten zwar mit Macht ausgestattet, doch nicht mit Weisheit. Die Eisernen Lords suchten gemeinsam nach einer Lösung für die Probleme der Menschheit. Stattdessen fanden wir Siva. Wir träumten davon, Siva für den Bau von Schiffen, Kolonien zu benutzen. Wir würden werden, was der Reisende glaubte, dass wir sein können. Doch etwas lief schief. Siva war in der Zeit verloren. Als Timur es im Kosmodrom entdeckte, dachten wir, unsere Suche habe endlich ein Ende. Siva würde uns gehören. Rasputin antwortete. Hunderte von eisernen Lords betraten die verseuchten Lande. Nur 9 erreichten die Replikationskammer. Da der Reisende uns auserwählt hatte und wir für eine gerechte Sache kämpften, waren wir überzeugt, siegreich zu sein. Bis Siva die Kontrolle übernahm. Es infizierte unsere Waffen, unsere Rüstung. Die Korruption brachte uns gegeneinander auf. Zuletzt versiegelte Yolder die Kammer mit den eisernen Lords darin. Statt Siva entkommen zu lassen. Eine Schlacht war gewonnen. Helden starben. Und unsere Fehler blieben hier. Doch Rasputin überlebte. Das ist nicht Rasputin. Doch ist es auch nicht etwas, das ich zu bekämpfen weiß. Sie benutzen Siva auf Arten, die wir uns nicht mal vorstellen konnten. Wie sollten die Gefallenen mehr über Siva erfahren haben als die Eisernen Lords? Oder noch besser, wo haben sie es erfahren? Sie beherrschen Siva noch nicht. Das ist alles neu für sie. Geh zu Tyra. Sie hat Sivas Ursprünge studiert. Sie kennt die Entdeckungen der Gefallenen und kann dir sagen, wo sie sind. Ach, Destiny, hättest du nur solche Zwischensequenzen von Anfang an gehabt, dann wärst du einfach so viel besser eingeschlagen, weil das ist echt was, wo gefehlt hat einfach, weil die, ich meine, sie sehen fucking gut. Sie sehen super aus, die Dialoge sind auch komplett in Ordnung, warum war das von Anfang an nicht dabei, so Zwischensequenzen? Aber die beste bleibt die am Anfang von The Taken King, die Intro-Sequenz. Alter, die war so geil. Sheesh, sag ich da nur, da kann ich einfach nur Sheesh sagen, sorry, Leute. Da fällt mir gar nichts mehr anderes ein. Da fällt mir wirklich nichts mehr anderes ein. Ja, Leute, lande ich jetzt im Orbit oder kommt noch irgendwas Sequenzartiges? Zeige es mir bitte an. Damit ich weiß, ob ich den Part beenden kann. Oder ob noch was kommt. Ich habe irgendwas gehört. Alright, Destiny. You're kinda loading very long now. What is your problem, mate? Ja, wollte. Okay! Alright, alright! Ui! Hier direkt hier gelandet, Alter. Ja, okay, dann können wir noch mit den. Mit hier jemandem reden. Das ist voll verschwunden. Mit jemandem hier reden, ne? Mit der jungen Dame hier drin. Es kommt wirklich nur ein Ort in Frage, an dem die Gefallenen Kontrolle über sie war. Kannst du ein bisschen lauter reden, Dame? Dort wurde diese Technologie entwickelt. Und ich bezweifle ehrlich gesagt, dass sie schlau genug sind, um einen anderen Ort zu suchen. Technologie schreibt. Bin ich jetzt gerade doof? Technologie schreibt mit IE, oder nicht Technology?
Na, keine Ahnung, ist auch nicht so schlimm. Timo war Clovis Bray auf den Spuren, doch seine Quellen waren unvollständig. Du kannst deine Arbeit vollenden. Begib dich auf den Mars, finde die Antworten, die wir brauchen. Okay, ja, auf den Mars mal wieder, ist auch mal interessant. Oh, guck mal, hier kommen wir wieder. Zack, bam, oh, was Liedernis, geil. Ist ein Helm, oder? Raku Poltergeist 2.0 ist ein Helm, oder? Ne, was war denn das? Ah, ein Brustplatte. Wow, Skype, wie laut bist du? Herrgott, Jesus Christus. Oh, Alter. Okay, dabei werde ich mich mal offscreen mir genau angucken. Ich hoffe, euch hat diese Part von Destiny gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen rum da. Schaut die Playlisten auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part hoffentlich wieder. Peace up und haut rein.